So, Freunde, weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft hier in der sengenden Schlucht. Diesmal habe ich keine Verwechslung gebracht. Sengende Schlucht und brennende Steppe verwechsel ich sehr, sehr gerne. Aber diesmal nicht. Ich habe gerade erstmal auf meinen linken kleinen Finger geguckt, als ich hier mit WASD hier rumgespielt habe und habe erstmal gesehen, dass mich da erstmal eine fette, fette Mücke gestochen hat. Eigentlich ist mein gesamtes Zimmer mit Mückengittern versehen. Das heißt, eigentlich, die Betonung liegt auf eigentlich, ist mein Zimmer mückenfrei. Das, beziehungsweise sie können eigentlich nur durch die Zimmertür reinkommen und die ist eigentlich immer zu. Ja, auch wenn ich nicht im Zimmer bin, ist die Zimmertür zu. Trotzdem habe ich hier anscheinend irgendwelche Viecher im Zimmer, oder? Er hat mir den von draußen geholt, aber... Oh, und er juckt wie die Hölle, ehrlich, das ist nicht zu fassen. Mücken sind wirklich... Ich weiß nicht, was ich schlimmer... Ich glaube, ich finde Schmeißfliegen noch schlimmer, die ganze Zeit irgendwie beim Essen um dich herum sohn. Das ist auch nicht besonders toll. So, Zahnräder, Lunk. Lunk nicht töten. Nein, ihr seid wie Zwerge von Thorium-Bruderschaft. Zwerge töten, Spinnen töten, Maschinen töten, 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 töten. Lunk ist in die Schlucht gekommen für Abenteuer, nicht für Mörderserie. Lebt wohltauchen, ihr tötet zu viel. Oh, stört mich nicht. Lust auf ein Glas? Ein anständiges Gegengift. Eigentlich schade, dass Lunk weg ist. Ich hatte gerade angefangen, Vergnügen an seiner Gesellschaft zu finden. Aber naja, zurück an die Arbeit. Ich bin das Beste, was diese Expedition in Sachen Medizinversorgung hat. Und meine Gegengiftvorräte gehen langsam zur Neige. Der Schlüssel zu vernünftigem Gegengift ist immer mit dem Gift selbst zu beginnen. Die Glasnetzspinnen in der Umgebung sollten einen guten Ausgangspunkt bieten. Wenn ihr sie tötet, könnt ihr wahrscheinlich etwas Gift aus den Säcken in ihren Kiefern gewinnen. Seid auf der Hut! Schön, euch zu sehen! Ausgrabungsboss Krawallschneuzer. Rußschlag war in der Hierarchie nicht so weit oben, wie ich dachte. Wir müssen seinen Vorgesetzten aus dem Weg schaffen und herausfinden, was er weiß. Sein Name ist Ausgrabungsboss Krawallschneuzer. Und er leitet die Ausgrabungen der Dunkeleisenzwerge im Kessel etwas nordwestlich von hier. Seine Ausgräber und Fußsoldaten patrouillieren auf der östlichen Seite des Kessels und graben sich Tag und Nacht weiter nach unten. Er zeigt sich nicht sehr oft an der Öffentlichkeit, aber wenn ihr genug seiner Männer tötet, wird er gezwungen sein, herauszukommen und sich mit euch zu befassen. Man sieht sich. Was kann ich für euch tun? Je weniger, desto besser, genau. Seid auf der Hut. Der hat noch eine Folgequest, sogar zwei. Fehl am Platz. Die Schlucht ist ein unerbittlicher Ort. Hier laufen nicht besonders viele flauschige Wildtiere herum. Wir haben versucht, etwas Jagdwild anzusiedeln, aber sie haben sich nicht besonders gut gehalten. Es gibt einfach nichts für sie zu fressen. Die Spinnen in der Nähe allerdings, die an sich schon gefährlich genug sind, schlagen sich den Bauch mit Hühnerfleisch voll. Wir werden die Spinnen niemals los, aber wir können die paar Hühner, die es noch gibt, retten. Damit werdet ihr nicht nur die Bruderschaft versorgen, sondern ihnen auch einen qualvollen Tod durch den Biss einer Spinne ersparen. Fort mit euch. Vor der Schlucht. Margol, die Wütende, ist eine alte Donnerechse, die hier in der Gegend ab und zu auftaucht. Der Legende nach lebte sie schon in dieser Schlucht, bevor es diese Schlucht gab. Einer anderen Legende nach hat sie meinen Bruder Barnabas gefressen. Es interessiert mich nicht, wie alt sie ist oder welche Magie aus ihrer Nase kommt. Ich will ihren Tod, um Barnabas willen. Ihr findet sie in den Klippen südlich von hier. Na, da ist aber wieder jemand ein bisschen egoistisch, ne? Was machen wir als erstes? Hier, das ist alles sehr, sehr verteilt. Gut, machen wir erstes mal das hier. Glasnetzgift. Ich glaube, jetzt kommt gleich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Lunk nochmal aus dem Nichts und möchte uns irgendwie was sagen. Das ist das, was ich hier in Erinnerung habe. Aber die Glasnetzspinnen tauchen hier sowieso gerade nicht auf. Doch, hier. Hey, nein, mein Hühnchen! Stop it! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, der ist hier voll dabei. Aber hier haben wir noch einen. Ja, sag ich doch, dass Lunk jetzt kommt. Habe ich doch in Erinnerung.
Lunk merkt, ihr tötet gerne. Lasst Lunk euch etwas anderes zeigen. Lunk wollte schon immer auf Spinnenrücken reiten. Sieht spaßig aus. Spinnen bewegen sich ab und zu schnell, hauen immer ab. Wir arbeiten zusammen. Ihr kämpft gegen Spinne, bis Spinne schwach und müde ist. Dann springt Lunk auf Spinnenrücken und reitet. Vielleicht sammelt Lunk etwas Gift für euch. Nicht müssen töten. Ach, Lunk, der friedliche Riese. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der bis zum Ende durchhält. Ich darf den natürlich jetzt nicht zu sehr schwächen. Und der hat tatsächlich Gift für uns. Ich muss näher ran. Wir müssen ganz schön viele von den Spinnen erledigen. Guck ich jetzt hier hoch, jo. Habe ich jetzt mehr Gift bekommen? Jo, zweimal Gift, schön. Wir noch ein Chicken. Winner, winner, Chicken Dinner. 21. Wollen wir noch eine Glasnet? Da, da. Don't run away. Das ist zu weit entfernt. Oh Gott, ich hab echt gerade Angst, dass ich was hört die ganze Zeit da draußen. Es nervt mich, dass ich hier nicht Vollgas geben kann. Ich sag's euch. Komm. Schön, das Aschehühnchen habe ich auch eingesammelt. Neun von 14. Wieso, Lunk? Dann sag mir doch nochmal, wo hier noch ein paar da hinten. Der hat sie doch auch nicht mehr alle, oder? Bisschen bekloppt ist er schon. Ah, klar, das ist die Kulle. Hat er was dagegen, wenn ich die töte? Oder hat er auch eine Idee, wie man mit den Dunkeleisenzwergen klarkommt, ohne sie zu töten? Normalerweise ist das Ende für solche friedlichen Riesen eigentlich immer vorprogrammiert. Ja, Lunk. Tschüss. Ich müsste sich jetzt verpieseln, ja. So, ich brauche dennoch noch ein Chicken. Ich brauche noch ein Chicken. Um genau zu sein, brauche ich noch zwei Chickens. Gott, und die Nachbarn hören so fürchterliche Musik. Das ist ja noch schlimmer. Gut, dass ihr es nicht hören müsst, hoffentlich. Oh, das wäre noch der Knaller, wenn ich dann hier irgendwie die Musik hier auf meiner Aufnahme hätte und dann auch im Zweifel irgendwelche Copyright-Treffer hätte, die mein Video monetarisieren würden und dann noch schlimmer sperren würden. Das wäre ein Knaller. Ach, guck, ich guck mal da hinten. Ja, wobei... Ich muss ja eh hier hin, weil hier irgendwo diese Echse ist. Oh, hier ist ein Hühnchen. Geht ein bisschen Proben schon. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das nicht angreifen. Und da ist noch eine Mine. Die ich auch nehmen muss. Also das hier wäre nicht prädestiniert für eine Quest. Den hier freihauen. Und dann kommt ein Questmob raus. Aber vielleicht ist es Allianz Only. Möglich. Oder so ein Chicken. Sehr geil. Quest abgeschlossen. Ja, da hinten war noch eine Mithril-Mine oder eine... Es war auf jeden Fall eine Mine da. Im besten Fall Gold. Im allerbesten Fall echt Silber.
Aber ich möchte jetzt endlich diese Quest hier abschließen. Im Zweifel war es nämlich wirklich wieder nur eine Popi. Eine Goldmine. Ich habe nichts gesagt. Das ist sogar noch viel besser. Und da oben ist Margol, die Wütende. Zack. So. Das ist nicht dann der Schaden. Ich verwechsel die immer andauernd. Boah, ich mache ja gar keinen. Ich habe gar keine Crits gerade. Was ist denn das hier? Ganz schlecht. Mein DPS gerade. Ja. Ziemlich traurig. So. Letztes fehlt mir hier noch der Ausgrabungsboss, den ich jetzt noch erledigen muss. Seht ihr da hinten diese Öffnung im Boden? Das ist dieser Kessel, von dem der Questgeber gesprochen hat. In dem müssen wir ein bisschen Gemetzel veranstalten, ein bisschen rummetzeln, ein paar Dunkeleisenzwerge erledigen, bis dann der Big Boss ankommt. Sag mal, die haben aber merkwürdige Beine, oder? Guck mal, wie die hier lang watscheln. Das sind doch eher mehr Truthähne als Hühnchen, oder? Weiß auch noch nicht. Oh, was haben wir hier? Mithril. Mithril, da gucken immer diese Kristalle so raus. Und deswegen habe ich immer so das Gefühl, das ist Thorium. Aber es ist natürlich kein Thorium. Weder in der brennenden Steppe noch in der sengenden Schlucht haben wir bis jetzt Thorium gefunden. Nicht ein einziges Vorkommen. Oh, da ist der Kessel. Da ist ein Grab oder sowas. Ach nee, das ist einfach nur der Punkt für den Geisterheiler. Oh, ja, gut. Ich habe vergessen zu jumpen. Never mind. So, jetzt wollen wir hier einfach ein bisschen metzeln. Metzeln. Oh nein, da ist schon wieder... Ah, nee. Aber wobei, das ist gar nicht so schlimm. Wobei, es ist doch schlimm. Weil er hier alles getötet hat. Ach, eat me. Ich hasse das. Das ist zu weit entfernt. Ich weiß nicht, wie viel wir hier töten müssen, aber wahrscheinlich hat er gerade genau diese Quest gemacht. Aber sie spawnen gerade alle wieder. Ich habe kein Ziel. Oh, spielt keine Rolle. Mach ich den halt auch noch mal schnell. Tot. Zack. So, da hinten ist auch noch einer. Der Ausgräber der Dunkeleisenzwerge. Zack. Na, hat noch nicht gereicht. Fehlt immer noch was. Man hört es dann schreien. Also man hört dann hier irgendwo so einen Schrei-Emote. Genug ist genug oder sowas kommt dann. Und dann vielleicht ist das der letzte. Nein. Still missing. Vielleicht den Fuß nachher. Jetzt müsste es. Also, ich sag, das ist der letzte, den wir brauchen. Nein. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich muss näher ran. Tatsächlich. Fehlen uns nach wie vor. Haben wir noch nicht genug getriggert? Immer noch nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, der spawnt dann gleich einfach in der Mitte. Was ist das da hinten? Goldader. Ich das ohne, dass er mich angreift? Ja. Ich habe kein Ziel. Und er hat sogar vier gedroppt. Noch einen. Das ist zu weit entfernt.
Könnten sein, es könnte sein, dass wir so 10 töten müssen. Immer noch nix. Ich wäre jetzt, wenn ich diese Quest zum ersten Mal machen würde, würde ich sagen, es ist buggy, aber ich weiß, dass es immer ein bisschen länger dauert. Und ich weiß halt auch nicht, wie es sich auswirkt, dass jetzt erst vor kurzem hier der Boss gelegt worden ist. Aber ihr müsst halt immer überlegen. Ich glaube, Ziel ist, dass man einmal wirklich einmal alles hier drumherum erledigt. Also wahrscheinlich mehr als nur. Zehn Stück. Jetzt? Jawohl, da ist er doch. Halleluja, singen die Engel. So. Mist. Kreatur. Oh, das war schon. Nee, das war er gar nicht. Oh, bin ich dumm oder was? Oh. Kann man sich auch nicht ausdenken. Ich hab mich schon gefragt, warum der so wenig Leben hat und so wenig aushält. Hat das jetzt nicht geklappt? Doch, jetzt hier. Dunkelglut. Ja, gut, liebe Leute. Dann werde ich mich jetzt in Sicherheit bringen und dann werde ich den Part für heute beenden. Muss ich nur einen sicheren Spot finden. Hier wird, glaube ich, eine Patrouille noch sein. Ja, oh, die muss ich ausschalten. Das passt mir auch ganz gut, denn die Musik geht mir gerade dezent auf den Geist da unten. Hier müsste ich sicher sein. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle Pause. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt, in alter Frische. Bis dahin, macht's immer gut. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht.